Und wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas definiert, da brauchen wir keine weitere Definition mehr. Sahih. Das gilt in sämtlichen Dingen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat den Schirk definiert, da brauchen wir keine weitere Definition mehr. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat einige Namen und Eigenschaften Allahs definiert, da brauchen wir nicht mehr die Erklärung von irgendjemandem, was es bedeutet. Ich gebe ein Beispiel. In einem Hadith, in einem bekannten Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über Allahs Namen sprach, in einem Dua, er sagte, Antal awwal falaysa qablaka shay, wa antal akhir falaysa ba'daka shay. Du bist der Erste, nichts ist vor dir, also nichts hat vor dir existiert. Du bist der Letzte, nichts wird, falaysa ba'daka shay, nach dir wird nichts bleiben. Und dann sagte er, wa antal zahir falaysa fawqaka shay. Und du bist der Al-Zahir. Al-Zahir. Und dann erklärt er das. Nichts gibt es, was sich über dich befindet. Also du stehst über allem. Manche der Mubtadi'a erklären diesen Hadith. Sie sagen, Al-Zahir bedeutet, der mit seiner Macht alles in seinem Griff hat. Der mit seiner Macht alles bewältigt. Hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Namen so erklärt? Warum erklärst du den Namen, wo er ihn doch schon erklärt hat? Sahih?